So. Die ganze Zeit kein Raptor da. Entschuldigung, ich musste kurz niesen. Ja, ich hab's ja mitgekriegt. Ach, Kacke. Glaubst du, ja, komm. Sie ist da in den Felsen rein, aber sie war tot, also sie ist schon liegen. Ja, ja, ist schon klar, aber glaubst du, kommt die wieder? So in dieser Art? Naja, es wird sicher wieder eine spawnen, die Frage ist nur wo. Also willst du jetzt so lange warten oder suchen? Nein, ich werde mir eine suchen. Ich will ein Mädchen haben. Gut, dann lauf mal rüber. Scheiß Raptor, das gibt's ja nicht. Schön sprechen. Naja, das ist ja wirklich, ist ja unpackbar. Zuerst das mit dem Kroko, ich vergiss dich. Ich hätte ein Trike gesehen, das ist da drüben festgepackt mit schwarz-rotem Kopf. Ja. Ein Weibchen. Okay, also, ja, wir können es probieren. Ah, das ist... Meinst du dieses da, oder? Nein. Das ist ein männlicher. Der ist 16, der würde aber auch schön drin hängen. Der wäre genauso, wie man vorstellt. Okay. Wenn du dich genau zwischen dem stellst, wo er festgepackt ist und ihm, dann versucht er ja voll in deine Richtung zu kommen, nachdem du dir angreifen willst. Ja. Und wenn du dann drauf schießt, kommt er wahrscheinlich dann nicht durch. Aber wir suchen jetzt einmal für dich. Parasaurus oder Dreieck? Ja, da vorne schauen wir mal, was das Dreieck ist. Ja, das hängt noch drinnen. Das hat nichts. Schaut mal, verletzt aus, oder? Nein, das hat nur so Färbungen drin. Ah, Level 26 ist schon ein bisschen groß. Ja, aber es packt schon. Also wenn ich es von da anschieße... Von dieser Seite, oder? Mir und dir los, ja. Genau. Und wenn wir da zu zweit drauf schießen, müsste jetzt gehen. Probieren wir's. Dann habe ich ein Lasttier. Geht. Ui. Immer schauen, dass es wo reinpackt. Ja, jetzt hängt schön drinnen. Oh. Wo ist es denn jetzt? Es läuft schon weg. Das heißt, es wird demnächst bewusstlos sein. Oh, ich will eigentlich nicht so weit in die Insel rein. Hallo, würdest du bitte stehen bleiben? Okay, wo ist es? Ja, wir sind schon ganz oben da auf dem Hang. Dann würde ich sagen... Oh Gott, ich hab... Okay, ich laufe. So ein blödes Ding. Ach hey. Lauf. Folgt's mich? Oder wo ist ich weiß auch nicht, wo du bist. Ja, ich versuche, dass es wieder am Strand rauslockt. Da ist so ein kleiner Wattelbeißer. Den hole ich mir aber. Oh, es verfolgt mich. Ich hole mir den Wadelbeißer, damit der nicht knapp fahren. Ich sterbe euch gleich. Ui, ui. Musstest du da mit einem Wadelbeißer spielen? Oh, der hat... Wie ist das denn jetzt? Da muss da neben dir was sein. Ja, das hinaufläuft. Das ist ja Wildwestjagd. Ja, Level 26 ist nicht so ohne. Okay, ich hab keine Steine mehr. Packst du? Nein. Oh, aber ich. Sie läuft da mit dir rund um den Stein und du schießt auf sie, bitte, wenn es vorbeikommt. Weil okay. Ich hab keine Munition mehr. Oh, sie steht da. Die Stempeln und der Gurt, die sie rundherum kommen. So. Genau. Ist da drauf? Ja, es packt. Super. Gut, dann baue ich mal schnell Steine ab. Ich habe auch keine Steine mehr.
Hängt sie an dir? Ja. Ich habe auch keine Steine mehr, aber es hat sich losgerissen. Aber es ist davon. Wir hätten wahrscheinlich wieder knapp. Au! So viel zu, es ist davon. Ja. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Die nutzt sich ab. Ach. Das ist wieder perfektes Karl. So, was brauchen wir für die Steinschleuder? Jetzt fehlt ein Leder. Ich habe mal Leder eingepackt. Braucht man wieder Leder mit? Na gut, da suche ich mal kurz. Ah, da ist also ein Spucker. Den werden wir jetzt niedermachen. Mhm. Was hat der? Level 5. Ich werde mir auch jede Menge Steine zurechtlegen. Ah. Ah. Dann reparieren wir das. Ja, ich fürchte nur Level 26, das wird ein bisschen. Ist ein bisschen heftig, gell? Ja. Mhm. Okay. Wir sind dann wirklich hoch. Dann suche ich mir andere jetzt einen Haufen Steine und wir suchen uns ein jüngeres, unerfahreneres Tier. Warum bist du so spießig, Mädchen? Ja, mit Pfeil und Bogen und Narkosepfeile, da wäre das kein Thema. Mhm. Da liegt also ein Level 26 Ding relativ schnell. Dieses bewusstlos Schießen mit der Steinschleuder. Also mein Parasaurus zum Beispiel, der war Level 5, glaube ich, oder? Wie ich ihn gelegt habe. Ja. Der ist nach 5 Steinen umgefallen. Mhm. Das ist sie, oder? Was ja, da? Das ist sie. Probieren wir es nochmal. Ja, ich brauche aber mehr Steine und eine Steinschleuder. Mhm. Also ich habe jetzt Level 50 Steine und die Steinschleuder habe ich komplett repariert. Ah, die kann man reparieren? Ja, natürlich. Überall, wo es Reparaturzeichen ist. Kannst du reparieren. Okay. So, ein Dodo mache ich auch gleich noch, weil dann kriegen wir noch ein bisschen Leder. Mhm. So, jetzt kann ich einmal die Steinschleuder reparieren, falls es sein muss. Und ein paar Steine nehmen wir sie noch und dann probieren wir es nochmal. Okay. Aber es ist halt noch dazu ein Dreieck mit Level 26. Es wäre halt cool, wenn wir irgendwo von Steinen umstehen könnten, wo es nicht draufkommt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Hallo, nimm die Axt. Danke. Süße, du bist schwierig. So, jetzt habe ich 73 Steine. Recht viel mehr traue ich mir nicht nehmen. Wegen einem Weglaufen, glaube ich, ja. Wäre es. Ja, ich glaube, wir werden jetzt einmal für dich zum Starten auch einen Parasaurus suchen, einen weiblichen. Mhm. Das mit dem Dreieck, ob das gut geht. Ja, ich sehe gerade, mir fehlt ein bisschen was zu essen. Ah ja, das geht schon. Ah, da stiefelt wieder welche. Was ist das? Weiblicher Parasaurus Level 19. Mhm. Ja, der läuft wieder wie ein Wahnsinniger weg. Was schlurft da vorne herum? Ah! Da sind wieder die kleinen. Ach du Kacke! So, jetzt bin's ich. So. Ja, lebt noch. Boah,
Das war aber sehr abgekürzt. Mhm. Für dich. Ich bin, ach, wenn du einmal am Schlafsack spawnst, ist der Schlafsack weg. Alle Wand, gell? Ah ja, stimmt, genau. Oh, was ist jetzt? Was greift denn hier an? Hau ab. Ich sehe es nicht. Das ist nur so ein kleines. Keine Ahnung, was das war. Das war wahrscheinlich so ein kleiner. Wenn du meinen Rucksack aufnehmen kannst, da sind meine Narkotics drin. Alles andere. Dann sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nichts. Also, okay. Ah, du, da liegst du, oder? Ja, genau. Okay. Da war so eine Wespe ist da angekommen. Na super. So, ich bin bei dir. Wo liege ich? Direkt da vor mir. Ah ja, genau. So, ich hau ab, weil es so drumherum. Das hast du aufgenommen? Ja. Zeug. Okay, weil dann versuche ich nämlich jetzt die Hornisse da zu erledigen. Ich gehe nur ein Stück weg, passt, bis ich super alles angezogen habe, gell? Im Schedin. So. Und die Schuhe. Und die Kopfbedeckung. Ja. So. Die Narkotics habe ich hier. Ah ja, da ist sie schon wieder alles. Ah, da. Okay. So, Parasaurus, schau mich mal an. Was bist du denn du, hm? Ein Weibchen mit Level 17. Nur, dass wir nicht vergessen die Zeit. Wie spät ist es denn? 33 Minuten. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und in der nächsten Folge suchen wir weiter. Oder wir machen ein Stück und du teilst das, dass wir jetzt gleich okay 40 ja Minuten gingen und du teilst das einfach. Ist okay. Okay. Wenn sich das machen lässt. Ja, natürlich. Ja, der ist auch schön, der ist weiß mit rot. Ein Weibchen. Du willst gleich ein Flugtier. Na, das, ich kann sowieso nicht reiten, weil der Sattel fehlt. Da hat ein Track gepackt. Ein Männchen mit Level 16. Hm. Ja, der ist ja sehr schön. Der ist ein bisschen heller als wie der da drüben. Mhm. Gut. Wir suchen. Stiefel, glaube ich, einer. Okay. Auf jeden Fall sind da ein paar Dodos. Ich glaube, da sehe ich auch gerade einen. Da drüben ist einer, ja, das ist richtig. Das ist ein Trike. Der Urzeitbiber hat da einen Bau gemacht. Ja, ich staune auch gerade.
hat richtig ein paar. Ja, ist das geil? Riesenbiberdamm. Süß. So, und da war irgendwo, war da gerade ein Parasaurus. Wo ist er? Da ist er. Was ist das? Oh, die weibliche. Ja, glaube ich, 27. Okay, na, eher nicht. Er sollte irgendwo festbacken. Ja. Und einer sollte in der Nacht leuchten, sonst geht das Ganze ins Schwarze. Nein, in der Nacht braucht man das gar nicht probieren, aber zumindest, dass wir mal wissen, wo sie welche bewegen. Gut. Ah, da ist noch eine. Okay. Ja, Level 11. Und die packt. Oh, ich komme, ich komme, ich laufe, ich laufe. Die Fackel dann nebenbei anbringen. So. Probieren wir zum Schießen, oder? Ja, von welcher Seite? Ich glaube, wir sollten sie entgegengesetzt aufstellen. Also du genau auf die andere, genau. So. Und die Palme zwischen uns, weil dann versucht sie immer abwechselnd von uns wegzukommen. Ja, die scheißt mal was. So, ich beginne mal. Ich schieße und dann Okay. schießt du. Wenn du Okay. geschossen hast, sagst du das, dann schieße ich wieder. Geschossen. Geht. Treffer. 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 Ach, sie ist kaputt. Schieß noch mal. Treffer. Ja, gleich, 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 gleich. Treffer. Ja, Treffer. Komm schon, Mädchen. Ja, das. Jawohl, sie liegt. So ist das gut. So. Na bitte. So, ich leuchte gleich wieder. Ja, bitte Du musst darum. jetzt ins Inventar. Ich habe das Narkotik reingelegt Genau. und. Leg aber nicht das Ganze rein, sondern nur einzeln. Den Rest lässt bei dir. So fünf oder so gibst du mal rein. Und da musst du das zwingen dazu. Okay, Narkotik. ja, ich weiß noch nicht, wie ich Die das. Beeren schmeißt dir rein, die Mio-Beeres. Mejo-Beres, ja. Einfach Sind einmal auch so drin. 10, 15 Stück. Jawohl. Und sie hat schon ein Fünftel von ihrem Balken. Sehr gut. So, ich lege dort neben dir die Fackel her und nehme meinen Speer in die Hand. Falls irgendwas kommt. Du kommst klar, oder? Ja, ich denke, ich komme klar. Also das Narkotics anklicken und dann unten, glaube ich, steht Benutzen, erzwingen, ja. benutzen, erzwingen, genau. Das tust du immer, wenn es so circa 20 Punkte unten ist. Wo sehe ich das? Ah ja, das sehe ich hier im, glaube ich, wo sehe ich denn das? Bewusstlosigkeit ist das. Ja, und wo ist die? Benommenheit heißt es ja. Benommenheit unten. Ja, du kannst schon mal klicken. Also den Narkotik an, Narkosemittel Habe anwählen ich, habe und ich, habe ich schon. Benutzen. Genau, jetzt geht es wieder rauf, ne? Und die Nahrung nimmt es von selbst. Also immer wenn es runterkommt und die Punkte, was hier ein Mejo-Beere gibt, jetzt hat es wieder eins automatisch gegessen. Ja, passt super. Narkosemittel würde dann mal so 10 oder so schon rausnehmen. Genau. Sie isst zwar eh nicht selbst, aber falls irgendein Gegner kommt oder so, dass wir nicht zu viel verlieren. Weil es ja ruhig rundherum, aber man weiß ja nicht. Gut, dieses Flugding. Was ist Ja, jetzt? die Ist so eine Fackel ist Fackel, was aus? ausgegangen. Ist. So. Stell gleich eine her. Ja. Okay, hast du So. deine. Okay. Ja, es ist zur Hälfte gezähmt. Passt. Aha, was tust du jetzt? Ich tue gar nichts. Ich dachte, du hast die Fackel rausgeschmissen. Na, na. Gegenstand herstellen. So. Stell eine her.
Ich lege gleich ein Futter rein. Jetzt liegt der volle Fackel wieder. Okay. Ach, Flugsaurier, könntest du bitte? Danke. Nein, ich glaube, das mag er nicht. Der landet immer einen Zentimeter neben. So. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, wie sie aussieht. Warum geht mir da jetzt ins Inventar? Quirlig manchmal. Ja, jetzt habe ich auch gleich eine. Ein Viertel fehlt noch. Eine Sissi. Der Kaiser Franz braucht eine Sissi. Gut. Wie weit? Ah, oh, super. Gleich. Gleich hat sie es. So, ich nehme schon mal die Fackel auf. Ich glaube nicht, dass ich sie nochmal betäuben sollte, oder? Ah, da ist sie. Na, die ist sie. So, jetzt nimmst du dir die Narkotics raus. Ja, und lege die Azulbeeren, habe ich mitgenommen. Genau, irgendwelche normalen Beeren rein und die Mejo-Beeres kannst du auch rausnehmen. Die Amberbeere? Kannst du dir auch geben. Okay. Also die rote, die gelbe und die violette, die ausschaut wie eine Braunbeere, die drei okay. Kann man immer reinschmeißen bei denen. Okay, alles klar. Ja, habe ich. Ich könnte die Mejo-Beeres anfüttern, aber das ist ein bisschen Luxus momentan. Hallo, meine Süße, du musst mir jetzt folgen. Ja. Also sie ist, glaube ich, auf passiv eingestellt, das ist einmal wichtig. Ja, genau, sie greift nur ein Ziel an, das was... Genau. Greift ein Ziel an. Ich meine, ich schaue mal rein bei ihr. Ja, ist okay. Wechselaggression, ja, sie ist auf passiv eingestellt. Passt, okay, passt das. Also kann ich mit ihr langsam marschieren. Müsste an dir dranhängen, was da so gestanden oder, ist. Oder sie packt noch. Okay, dann kann man ihr etwas helfen, indem man... Das ist wieder ein bisschen... Schwierig, ja. Nicht so einfach, weil wir sie nicht treffen. Jetzt müsste sie frei sein. Ah aber ja, jetzt kommt sie mit. Schönheit bist du zwar auch keine, aber du bist mein. So. Die hält auch schon schön. Sehr gut. Auf dem Retourweg werden wir ein bisschen was sammeln. Ach, und was wärst du gewesen? Auch ein Weibchen Level 6. Sehr nett. Du hast ein Pech. Jetzt sind sie wie, naja, wie Sand am Strand. Ja, weil die eine umgekommen ist. Dann spawnen gleich einige noch in dem Gebiet. Ja. Anscheinend. Ist sie noch da? Ja, sie ist noch da. Was ist das da? Das ist jetzt auch eine weibliche mit Level 2. Sehr nett. So. Ja. Das ist schon witzig, oder? Da bist du alles durchgelaufen, da war keine einzige vor der Aufnahme, während der Aufnahme. Nicht wirklich, nein. Dann stirbt die eine und auf einmal gibt es vier oder fünf weibliche mit geringem Level. Ja. So. Ich habe. Ein bisschen Beeren sammeln. Ja, ich habe jetzt mächtig Hunger. Schauen wir mal, was da alles drin ist. Oh, Holz, jede Menge.
Und wir haben 45 Minuten, also es wäre Gut. perfekt. Perfekt, ja. Mit Blick auf meine Sissi verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ah ja, der Strike bringt alles zum Erzittern. Ja, wenn es heißt, Arc mit Anduin und Tibra. Ciao. Ciao.